Willkommen bei der Swiss Traders Money Show mit dem Ausblick auf die Märkte. Dachten Sie, den Disclaimer, ein Kanalabo hält Sie auf dem Laufenden, der Disclaimer, wir haben hier keinerlei Anlageberatung. Und was haben wir hier? Ich bin da zuerst mit 0,1 Long gegangen. Und schon wieder stürzt es ab. Da, den muss ich jetzt killen. Bin jetzt da mit 1,3 Short. Und wir sehen, es gibt außergewöhnliche Bewegungen. Und ich muss mich jetzt gerade konzentrieren, bis ich das glatt stelle, weil es ist außergewöhnlich für morgens solche Bewegungen. Ich bin eigentlich mit dem Long schon minus 10 gewesen, habe dann aber sofort gehedged und bin jetzt da noch mit einem Einer reingegangen. Also wir haben hier ganz extreme Bewegungen, da schon 54 Punkte mit einem Kontrakt. Das ist wirklich außergewöhnlich und ich warte jetzt, ja, da gehe ich jetzt mal nach Gewinn und kassiere ein. Ja, so, ich habe da noch nicht mal das Konto nachgestellt, das werde ich dann nachher im Live-Trading machen. Und wenn wir da generell mal schauen auf TradingView, das ist jetzt natürlich Gold, dass es wieder ansteigt, gehen wir zum DAX. Da wir haben hier der 5-Minuten-Chart, ziemlich massive Bewegungen. Schauen wir in 30-Minuten-Chart, da sehen wir das in der Übersicht besser. Wir sind da massiv gestiegen und gerade wieder runtergekommen. Also wir haben extreme Volatilität heute und das würde heißen, dass wir gemäßigt traden müssen. Generell, was ist los in der Ukraine? Ich denke, die West NATO und Co. hat einfach noch nicht gecheckt, wie ernst die Lage ist und dass Russland sich die ganze Ukraine samt der Häfen, Schwarzmeerhäfen, insbesondere Odessa, einsacken will und das mit dem Sauberkrieg führen, das ist ja sowieso passé. Warum schicken wir nicht eine Söldnerarmee da rein, die mal klar Schiff macht? Ich begreife das nicht, weil auch die Russen, die sogenannten Wagner-Truppen einsetzen, um dort gegen die UNO-Konvention, Kriegskonvention zu kämpfen. Warum sprayt die NATO nicht einfach das Ukraine-Logo auf ihre Jets und machen dort reine, was reingemacht werden muss? Das begreife ich wirklich momentan nicht. Und das drückt natürlich auf die Indizes, DAX hier mit massiven Verlusten. Also wir werden da wahrscheinlich noch 9000 erreichen, ähnlich wie im März vor 2 Jahren, dem Corona-Tief. Und tatenlos dürfen wir den Russen halt nicht zuschauen. Und schauen wir sonst mal noch, wir haben jetzt ein Downgap da bei 6,98. Das ist schon eine ziemliche Hausnummer. $6.98.
Irgendwie sowas. Wenn wir hier um 9 Uhr ein Gap and Go haben, dann geht es da wieder um den gleichen Betrag runter. Da müssen wir halt schauen, vielleicht haben wir auch eine Erholung, je nach Situation. Heute Freitag, Vorsicht, es ist der erste Freitag im Monat und da müssen wir mit dem NFP rechnen. Mal schauen, haben wir das hier? Ja. Da. Das wird dann nicht mehr als so wichtig eingestuft, ist aber immer noch wichtig. Also 2:30. Es kann sein, dass wir heute den ganzen Morgen nicht keine großen Bewegungen haben, aber dann um 2:30 massive Bewegungen. Wir haben auch immer so PPI, Euroraum, da um 11 Uhr, PMI. Da wird sich immer oh nein, halt, da bin ich ja falsch. Retail Sales, das ist Australien. Industrieproduktion Frankreich, das könnte auch wichtig sein. PMI, da wird sich wahrscheinlich irgendwie zeigen, wie groß die Inflation ist. Und das ganz wichtig, 14:30 Uhr, da die Non-Farm Payrolls, Unemployment Rate, das wird immer, da gibt es immer Reaktionen. Am besten, man ist hier um 14:30 Uhr draußen. Sonst über die Entwicklung kann man da relativ wenig vorhersagen. Wir können denn da so sicher mal noch um diese Strecke vielleicht bis 12.550 abschmieren, da die gleiche Strecke, die wir hier schon gemacht haben, ein ABC irgendwie ist alles möglich. Wir haben hier aber auch so eine Struktur eines fallenden Keils, das könnte sich in eine absteigende Wolfwave auslösen mit 1, 2, 3, 4, ja, 5. Es könnte natürlich auch da wieder steigen drüber. Also es ist momentan schwierig, die Richtung vorher zu sehen. Schauen wir noch den DXY an. Oh, der ist extrem hoch. DXY, das war jetzt schon lange nicht mehr der Fall, auf 98. Das heißt, der Dollar extrem viel wert und das drückt, steigender DXY drückt die Aktienkurse. Und ja, dann Jones. Jones sieht nicht mal so schlecht aus. 661794, da das Downgap ist nicht so bedeutend groß. Ja, das ist sehr klein. So vielleicht das Downgap. Das könnte auch dafür für sehr bald steigende Kurse sprechen, weil eben der DAX ja nicht selbstständig ist. Er ist ein Vasall des Jones oder der US-Indizes. Dann schauen wir noch China an. Ja, China sieht schlecht aus. Hongkong, noch schlechter. Nikkei, auch schlecht. Ja, die Vorgaben von Fernost, die sind nicht gut. Schauen wir mal noch schnell den Nasdaq an, der sieht auch nicht so taufrisch aus. Ja, es ist da ziemlich unterschiedlich. Der SMI ist gestern auch wieder runtergekommen, der geht erst um 9 auf der Schweizer Index. Dann schauen wir mal noch Gold, ja, Gold steigt weiter, Krieg. Dann, ja, die russische Börse, die Moskauer Börse immer noch geschlossen.
die dürfte bei Eröffnung auf null runterfallen. Gazprom natürlich an der russischen Börse auch immer noch gleich. Börse ist einfach geschlossen. Und der USD-Rub, ja, nach wie vor am Steigen, beziehungsweise der USD steigt, der Rubel fällt. Der Rubel rollt nicht mehr, der Rubel hat ausgerollt. Gut, also kommen wir dann nochmals schnell zum DAX zurück. Da aufgepasst, wir haben hier, jetzt sind die 30-Minuten-Kerze ist schon wieder grün, die war vorher rot. Und ich bin da zum Glück wieder ausgestiegen. Es gibt einfach eine extreme Bewegungen. Man muss sich heute ganz bescheiden auf nur wenige Kontrakte. Gut, bis später zum Live-Trading. Tschüss zusammen.